Nein, diese Banane, Alter. Ich hab die Dota wohl gesniped, Mann. Diese Banane, Alter. Wenn du gesniped hättest, du gewonnen. Alter. Diese Banane. Ich hab dich doch gesniped, Mann. Ich hab dich doch gesniped, Digga. Du überlebst noch. Mich einfach abgebaut. Oh Mann, die scheiß Mädchen, ey. Oh, oh Mann. So. Wie lange will er noch dran bleiben und Losertanz machen? Der macht das bestimmt so 3 Stunden oder so selbst. Gibt's neuen? Ja, wird gleich rausgekriegt. So. Der wird gleich rausgekriegt. Er hat nur 2 Kills. Oh, neues Geschenk hier von Octai. Mit dem Creator-Code Boxman-Brawl. Gönnt ihr und viel Spaß noch. Boah. Was gibt's? Es gibt Knacks. Bruder, ich hab Knacks. Es gibt Knacks. Geil, Digga. Für 200 V-Bucks hier. Wird man direkt ausgerüstet. Knacks. Eigentlich gibt es einen neuen Modi. Einfach oder irgendwas Knacks. Neues. Nee, neuen Modi gibt's nicht. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal noch den leckeren Shop an. Habe ich übelst Bock drauf. Bin sehr, sehr gespannt, was wir da alles haben für Skins. Und für neue Sachen halt, ne? Sehr, sehr gespannt. Beim Shop ist auch so ein Ausrufezeichen, da könnte auch was Neues im Shop sein. Ich bin gespannt. So, wir sehen hier die rote Jade ist am Start für 800 V-Bucks. Auf jeden Fall erstmal hier ein leckeres Schnäppchen. Fasse den Mut zum Kampf. Die hat auf jeden Fall Stil, die gefällt mir. Die hat richtig geilen Stil. Also schwarz und rot so hier noch so... Soll das sein? Sollen das so Winde sein? Ich glaube, es soll so ein bisschen so Winde sein, sowas. So ein Wirbelsturm. Sieht echt gut aus. Für 800 V-Bucks. Guter Skin. Also der ist auf jeden Fall wertvoll, Digga. Muss ich einfach sagen, ne? Also für 800 V-Bucks. Also vom Ding her, wie er aussieht, könnte man ihn eigentlich sogar für 1200 V-Bucks verkaufen. So ein Ding ist das, ne? Finde ich jetzt so. Deswegen finde ich 800 V-Bucks auf jeden Fall erstmal ein echt schönes Schnäppchen. Dann sehen wir hier den Simitar. 1200 V-Bucks, den habe ich doch schon mal gesehen, den kenne ich. Ja, der. Den habe ich doch schon mal gesehen, der war auch schon mal im Shop. Der Sandsturm. So. Ja. Ich finde es auf jeden Fall cool mit diesem, mit dieser goldenen Maske und diesem Gold noch hier so an seinem Mantel. Sieht geil aus. Muss ich einfach. Sieht schon fresh aus. 1200 V-Bucks hier. Ausfehlbares Stil, sogar 3 Stile hier. Finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Dann sehen wir hier noch die Waffentarnung. Die kennen wir ja schon. Emblem war auch schon mal im Shop. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich feiere einfach dieses Schwarz-Gold. Sieht sehr, sehr geil aus. Und oben noch so ein bisschen rot. Erinnert auch irgendwie an die deutsche Flagge, ne? Auch so ähnlich. So Schwarz-Rot-Gold. Ja, und dann leuchtet das auch immer so auf, ne? So animiert ist das auch noch. Das Ganze finde ich ganz geil. 500 V-Bucks ist schon fresh, Digga. Dann sehen wir hier noch Chrono. Ja, Kondensstreifen halt. Mit Uhren, die heiß laufen irgendwie. Okay. Ja. Also, es glitzert auf jeden Fall cool, ne? Also, finde ich ganz geil. Sieht aus wie so ein richtig schönes Feuerwerk. Dann sehen wir hier den Skin, den wir schon davor schon gesehen haben. Nur in weiblicher Form. Sandsturm. Eine Kriegerin, die der Zeit trotzt. Für 1200 V-Bucks. Also, sie hat ein bisschen mehr Gold, ne? Als der Mann. Auf jeden Fall. Viel, viel mehr Gold. Und ich finde auch, die sieht irgendwie geil aus. No joke. Irgendwie die feiere ich mehr als den Mann. Die feiere ich irgendwie mehr. Wenn man so vergleicht. Viel, viel goldener, ne? Sieht schon fresh aus. Also, 1200 V-Bucks. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Dann sehen wir hier noch Enigma Waffentarnung. Gab es ja schon, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so auch wieder. Ist jetzt wieder im Shop hier. Und sieht immer noch sehr, sehr geil aus, muss ich einfach sagen, wegen dem Übergang von Blau zu Pink. Und dann ist das Ganze noch so richtig schön animiert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Dann sehen wir hier den Krypto-Skin. Ja, den gab es auch mal im Shop auf jeden Fall. War auch schon ein paar Mal im Shop. Und bei dem finde ich das cool. Wegen seinen Augen, die halt so leuchten, ne? Sieht schon insane aus. Und dass er dann so komplett schwarz ist jetzt so. Und dann aber so richtig so viele Neonfarben hat, wie zum Beispiel seine Cap ist auch so neonfarbig oder hier
Sollen das seine Knochen sein? Mit die Hälfte sollen einfach seine Knochen sein, so. Okay, krass, Digga. Sie sieht schon cool aus, ne? Also ich finde ihn geil. Also so schwarz und dann Neonfarben. Ist schon fresh, Digga. Dann sehen wir hier noch, ja, man kann das jetzt nicht unbedingt als Backpack bezeichnen, aber es ist einfach seine Wirbelsäule. Nur holographisch. Auch ganz geil. So, dann sehen wir hier noch die Gaunerin. 1500 V-Bucks. Ist auf jeden Fall ein echter Klassiker. Gab es ja schon in Season 4, Season 5 ungefähr. Als es noch diesen Modus gab. Raubzug. Genau, Raubzug, ihr wisst ja noch. Mit 1500 V-Bucks hier. Auf jeden Fall ein schöner Klassiker. Und schon ziemlich OG. 1500 V-Bucks. Finde ich ganz geil. So, dann sehen wir hier Kaugummi-Bomberin. Boah, die habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Kaugummi-Bomberin, wie viele Stile gibt es? Einmal so, einmal so. Ich finde sie irgendwie so, aber besser auf jeden Fall. Bei ihr merkt man richtig, das ist richtig schön farbenfroh, ne? So dieses Pink, Weiß so, dann noch Blau ein bisschen. Ist ziemlich farbenfroh, muss ich sagen. Kaugummi-Bomberin. Sieht echt geil aus, finde ich. Für 1200 V-Bucks hier noch. Backpack dazu, da sind glaube ich ja, einfach Süßigkeiten drin, muss es. Ja, für 1200 V-Bucks ist schon fresh, Digga. Cooler Skin. Dann sehen wir hier noch Fluttervi für 800 V-Bucks. Das kennen wir ja auch noch, Leute. Den Hängegleiter als Huhn. Ne? Ein Hängegleiter-Huhn. Also, der sieht irgendwie ziemlich lächerlich aus, ne? Mit seinen Augen, die irgendwie irgendwo hingucken. Und dann diese Bewegungen, was, Digga? Wo, das ist so lächerlich, ne? Muss los. Für 800 V-Bucks. Also, das kann auf jeden Fall zum Lachen bringen, finde ich geil. So, dann haben wir hier noch unendlicher Dab. Einer meiner Lieblings-Emotes. Feier ich unnormal. 500 V-Bucks hier, unendlicher Dab. Sehr, sehr cool. Habe ich auch schon im Besitz, gab es schon. Ganz, ganz früh schon in Fortnite, glaube Season 3, Season 4 auch so. Und es war wirklich schon locker bis zu 4-5 Monate nicht mehr im Shop. Also krass, dass es auf jeden Fall hier wieder im Shop ist. Und ich muss sagen, unendlicher Dab, bei unendlicher Dab ist noch das Geile. Wenn man das in der Lobby anschaltet, dann bleibt das, dann tanzt du die ganze Zeit 12 Stunden unendlicher Dab. Weil er soll unendlich sein, so. Ist krass, ne? Hat Epic Games extra so gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Für 500 V-Bucks hier. Auf jeden Fall unendlicher Dab finde ich sehr, sehr geil. So. Nee, bitte nicht. 500 V-Bucks, zeig ihnen dein Funkel. Weiß ich nicht. Passt auf jeden Fall nicht zu mir. Nee. Passt nicht. Und dann sehen wir hier noch Knacks. Hat mir auch gerade schon Oktai geschenkt hier für 200 V-Bucks. Ist ein netter Emote, kann man gerne machen. So, Leute. Erstmal hier den Creator-Code auf jeden Fall wegnehmen. Weiß nicht, von wo der herkommt. So, genau, Leute. Jetzt schreibe ich erstmal hier noch meinen leckeren Creator-Code in den Shop. Ganz easy. Minus. Bra. Warum schreibst du G? Gra. So, da ist mein Creator-Code, Leute. Boxing Man minus Bra. Ganz easy. Also ihr seht ja hier schon, das ist mein Creator-Code, BoxingMan-Bra, kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos, dauert auch nur 2 Sekunden. Und wenn ihr ihn einträgt und euch was im Shop kauft, wenn der Creator-Code drin ist, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Nicht vergessen, alle 14 Tage wird er gelöscht, deswegen auf jeden Fall immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Der Creator Code ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, Leute, weil ich durch diese Unterstützung von euch hier weiterhin YouTuber sein kann und euch geilen Content liefern kann, insbesondere auch den Mitgliedern dabei helfen kann, hier YouTuber zu werden und die Möglichkeit ihnen zu geben, mit mir zocken zu können, Spaß zu haben, etc. Deswegen macht's auf jeden Fall. So, Creator Code ist drin, Leute. Wir sehen ja hier, Leute, guck mal, wir sehen hier noch was Geiles. Es gibt ein neues Paket, das Fortnite Battle Royale Schatten Feuer Paket. Habe ich noch gar nicht gesehen, kenne ich überhaupt noch gar nicht. Das muss man sich jetzt erstmal hier einmal hier durchlesen, da habe ich richtig Bock drauf. Outfit Dunkel Power Cord, Rücken Accessoire Dunkel 6 Seiten. Outfit Vulkanisches Omen, Rücken Accessoire Vulkanischer Schlattenschleier.
Outfit, Schatten, Sakria, Rückenaccessoire. Boah, so viele Sachen, Alter. Ist unglaublich. Also alle Rückenaccessoire, alle Outfits und alle Spitzhacken hier sind drinne. Also man kriegt bis zu drei Skins mit drei Spitzhacken und drei Rückenaccessoires, Leute. Das muss man sich hier überlegen. Für 29,99. Diese Skins, die man da sieht, ne? Die sind so immer zwischen 1200 oder 1500 V-Bucks wert. Wenn man das alles zusammenrechnen würde, würde man für die ganzen Spitzhacken, Skins und so weiter auf einen Wert von, keine Ahnung, 60 € oder sowas kommen. Und hier kriegt man das für 29,99. Das heißt, um 50% reduziert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schnäppchenangebot für euch, Leute. Richtig, richtig geiles Angebot und lohnt sich auf jeden Fall. Dann hier sehen wir noch das Fortnite letzte Abrechnungspaket. Ist ja auch schon lange drin. Auf jeden Fall drei Skins hier für 17,99. Normalerweise würde man dafür 45 €, wenn nicht noch mehr bezahlen. Deswegen hier spart man auch schon bis zu zwei Drittel. Auf jeden Fall sehr krass. Also schon 66%. Schon sehr, sehr cool. Und die Skins passen auch wirklich perfekt zu Halloween. Man sieht ja rechts zum Beispiel noch den. Ja, diesen einen Skin, der sieht aus wie zum Beispiel der Skulltrooper, nur halt in lila und das noch mit Flügeln. Dann hier sieht man links zum Beispiel noch diesen einen anderen Skin, ich weiß jetzt nicht genau, wie er ist, aber auf jeden Fall den anderen Skin. Und der sieht für mich aus wie Chucky, die Mörderpuppe oder sowas ähnliches. Und in der Mitte sehen wir noch einen richtig geilen Schaman, so einen bösen Schaman. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Paket und ein sehr, sehr gutes Schnäppchen. Da sehen wir hier noch Fortnite, das Wellenbrecher-Paket für 4,99. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geiles Paket. Für 600 V-Bucks bekommt man den Skin Spitzhacke plus Backpack. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schnäppchen, weil man ja 1 € bzw. man bekommt das ja in V-Bucks mehr bekommt plus Skins und Spitzhacke. Sehr, sehr geil. Deswegen, Leute, hier sind die ganzen Pakete, sind extrem, extrem gute Schnäppchen. Deswegen, Leute, gönnt es euch auf jeden Fall und wenn ihr das macht, gerne mit meinem Creator-Code BoxingMan-Bra, würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Tragt ihn ein, um mich zu unterstützen. So, ja, dann würde ich sagen, das war's von mir. Ich bin morgen wieder online.